Hallo Freunde, willkommen zurück bei Superman 64 bei Julian 87. Heute schauen wir uns Part 8 an von Julian 87. Das erste Battle gegen Bowser. Das Video geht 18 Minuten. Ich glaube, da werde ich einiges an vorspulen müssen, damit das Video nicht allzu lang wird. Aber egal, wir schauen mal. Ich glaube nämlich, dieser Part war auch ziemlich lustig, deswegen können wir uns auf einige Fails freuen. Jedenfalls geht's jetzt erstmal hier rein. Und let's go. Bowsers Schattenwelt. Ja, oh Mann, oh, die ersten zwei roten Münzen sind richtig fies. Hier gibt's 8 rote Münzen Challenge, aber es ist eigentlich ein Level, wo es eigentlich nur einen Stern gibt. Also es gibt hier keinen zweiten. Man kriegt hier einen Schlüssel von Bowser, wenn man ihn besiegt hat. Und halt den 8 roten Münzen Stern. Mehr gibt's hier nicht. Boah, das Feuer, das kann hier richtig nervig sein, aber ja, man muss eigentlich nur abwarten und dann kriegt man das auch locker hin. Genau. Wow. Sehr knapp. Hier kann man übrigens auch mit einem Dreisprung hoch, aber man kann auch den ganz normalen Weg nehmen. Also, Bowser Schattenwelt ist eigentlich noch ziemlich easy, aber ich kenne viele, die mehr Probleme mit Bowser Schattenwelt haben, als mit Bowsers Lavasee. Lavasee ist halt erst der zweite Bowser-Kampf. Ich kann es verstehen, weil bei Bowsers Lavasee, wenn du da einmal runterfällst, landest du in der Lava und Lava tötet dich nicht direkt. Wenn du hier allerdings runterfällst, bist du sofort down. Also ich kann schon verstehen, warum manche hier mehr Probleme haben als auf Bowsers Lava-Welt. Wobei, ja, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Diese Sparkies, die um diese Kristalle fliegen, ja, das ist... Ich finde das richtig schön aufgebaut und vor allem die Melodie, die auch in Galaxy und Galaxy 2 wieder vorkam. Die ist schon ziemlich nice. Jedenfalls... Jo, hier bei den Wippen, oh, da kann man richtig häufig failen. Genauso bei diesem Holzbrett, wo man... aber noch eine leichte Rettung hat. Man kann da nämlich wieder auf diesen grünen Weg zu den Kristallen runter. Aber ja, man sollte da trotzdem nicht runterfallen und riskieren, sich zu retten. Nicht das Schlauste. Und oh, da hat er eine rote Münze übersehen. Ah, zurückkommen ist nicht einfach. Ich glaube, jetzt macht er erstmal den mit der Wippe. Ja, da kann man so oft anstoßen. Boah, das kann schon richtig nervig sein. Und genau das ist passiert. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Und genau das kann passieren. Oh Mann. Da kann man sich halt nochmal retten, indem man auf dieses Kristallding draufkommt. Aber genau das kann auch daneben gehen und... boah, war das knapp. Ja, der Stern kann schon ziemlich nervig sein, der 8 rote Münzen Stern. Also ich kann verstehen, die mehr Probleme in dieser... oh Mann. In dieser Welt haben als auf Bowsers Lavasee. Eine Lava-Berührung tötet dich halt nicht sofort. Ach, die hat er erst jetzt bemerkt. Lol. Ach ja. Die kann auch ziemlich nervig sein. Diese Plattformen kommen übrigens auch in der Regenbogenraserei vor, diese gelben Plattformen, die sich immer einziehen und ausziehen. So, jetzt wieder dieses Problem mit den Wippen, wo man so die ganze Zeit anstößt. Ich glaube, das wird ihm sogar noch mal passieren. Mal schauen. No! Oh, man. Aber dafür, dass er 100% macht, hat er mehr Probleme als ich in Super Mario 64. Und das überrascht mich, weil ich habe nie 100% in dem Spiel geschafft. Wenn er 100% macht. Und ich glaube, er macht es sogar. Da bin ich gespannt, wie es dann in den späteren Welten wird. Das könnte noch ziemlich, ziemlich lustig werden. So. Jetzt nochmal Weitsprung. Boah, das ist richtig nervig.
darüber zu kommen. Man kann aber auch einen Wandsprung zwischen diesen Brettern machen. Aber ja, muss man nicht. Und no! Oh man. Hier ist er wieder nicht gesprungen, der Mario. Ey, aber da läuft einiges schief. Also wenn bei mir so viele Fails passieren, ich wäre schon längst ausgerastet, Leute. Ich wäre schon längst 20 Mal gefailt. Boah. Ich wäre schon längst ausgerastet. Respekt für das Durchhalten. Oh, der Stern, der kann richtig nerven. Aber eigentlich ist er. Ja, eigentlich ist er doch machbar. Ja, man kann da öfters bei den Wippen scheitern, aber so häufig? Ist für mich dann doch ein bisschen unerklärlich. Jetzt aber der Versuch, wo alles gelingt. Wo man sieht, wie einfach das wirklich ist. Ah, ja. Ja, sorry, also ich finde den Stern. Ja, ich kann es verstehen, wenn man failt, aber ein bisschen häufig war das jetzt schon. Nun ja. War auf jeden Fall ziemlich cool. Da unten müsste die letzte sein. Jupp. Dann kommt man an den Stern. Jo, bisher ist es nicht ein Let's Play, sondern ein Let's Fail, aber auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Ich bin mal wirklich gespannt, wie Julian sich steigern wird, weil wenn es um die schwereren Welten geht, dann wird es schon richtig heftig. Also ich bin mal gespannt. Und wenn er das schafft, ja, also wirklich, wenn er es schafft, sich zu steigern, also Tic-Tac-Trauma, Regenbogenraserei, wenn er die schafft, dann hat er auf jeden Fall meinen Respekt. Ja, also man kann am Anfang ja öfters failen, ja. Ich finde es halt doch ein bisschen seltsam, dass das am Anfang so häufig bei ihm passiert, aber sein Durchhaltevermögen ist richtig stark. Also, dass er nicht aufgibt und trotzdem weitermacht, die Sterne versucht zu sammeln, das ist mein. Da hat er schon meinen Respekt. So, Bowser jetzt in diese Bomben reinschmeißen, eigentlich ziemlich easy. Der erste Kampf sowieso. Der zweite ist nervig wegen diesem, wo er sich teleportieren kann, genau. Dann gibt es den Schlüssel, womit man jetzt in den Keller kann. Da muss man einfach nur diese Tür nehmen, genau da, wo es zu Big Boost Burg ging und dann einfach hier runter. Ah, was haben wir denn da? Genau, den Keller. Die neue Etage. Gut, also, hier gibt es auch einige coole Level. Aber erstmal darf man einen Hasen fangen. Geil, oder? Stimmt, da ist ja auch noch eine Welt, genau Wobbi-Waba-Wüste nämlich. Wo es leider kein Bild gibt zu. Boah, die Hasenjagd. Die ist in Mario 64 DS noch viel schlimmer mit diesen glitzernden Hasen, die man alle sammeln musste. Da war es wirklich am allerschlimmsten. Oh man. Interessant, dass an der Wand rotes und blaues Feuer ist. Es ist so dunkel in diesem Keller. Gibt es hier keinen Lichtschalter oder wie? Also das scheint ja noch ziemlich alt zu sein, dieses Schloss. Und to be honest, das Schloss von Zelda sieht deutlich, deutlich besser aus. Aber nun ja, ist ein anderes Franchise, muss man aber auch so sagen, ne? Jetzt geht es jedenfalls in die Lava-Lagune. Yo. Das ist dieses Feuerbild, wo man rein muss. Und jetzt darf man die Mission hier vollstreiten. Hier wird erst der Shiny Shell, ja, der Panzer taucht hier erst etwas später auf. Lava-Lagune ist eine richtig coole Welt, vor allem, wenn man dann in den Vulkan rein kann und ja, einfach mal gegen Glubschi gelaufen. Oh no. Das meine ich halt. In Bowsers Lavasee ist man dann nicht sofort tot. Deswegen ist das, glaube ich, deutlich leichter für viele. Wenn Bowsers Lavasee auch so aufgebaut wäre, dass man bei einem Fail schon runterfällt und tot ist, dann wäre Bowsers Lavasee wirklich brutal.
Jedenfalls muss man hier die Bullies, die einen neuen Auftritt in Mario 3D-World erhalten haben, den Mario und Luigi Paper Jam Boss, in die Lava runterstoßen. Eigentlich ziemlich easy, man muss nur ein bisschen aufpassen. Einer kann nur gewinnen. Also es ist wie Smash Bros. Nur in Mario 64-Style. Du musst halt den Gegner von der Kampfplattform runterdrängen. Vor allem mit König Schüttelfrost war das in DS-Teil so richtig genial. Oh no, oh no! Ah, Julian hat noch einige Probleme. Er hat einige Probleme. Also da bin ich mal echt wirklich, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das gegen Ende des Spiels aussehen wird. Bei Baby Bully habe ich auch schon öfters gefailt. Kann auf jeden Fall passieren. Und was, wie hat er das jetzt gemacht? Ja, natürlich, ganz dreist. Ihn da hinzustellen und dann, Junge, genau. Genauso macht man's. Das ist natürlich die gemeinste Art und Weise. Und was war das? Warum hält sich Mario da überhaupt fest? Ist voll dumm eigentlich. Jedenfalls, Stern Nummer 40. Zurück in der Lava Lagune, Bully the Bullies. Jetzt geht es hier rüber auf die andere Seite, weil hier seht ihr ja, ist ja noch ein Smash Stage, noch eine Smash Stage, wo man noch mehr Bullies hat. Ja, also da drüben ist ein Bully und da drüben nochmal. Das ist übrigens eine Plattform, die einen da zu dem anderen Bully wieder rüberbringt. Ja, muss man nicht nehmen, alles gut. Hier muss man drei Bullies besiegen und dann kommt der riesige Big Bully wieder. Aber der Stern ist eigentlich genauso wie der andere, nur dass es halt auf einer anderen Plattform stattfindet. Joa. Ich finde die Bullies wirklich geniale Gegner. Ich finde das so genial, die in die Lava zu stoßen. Das macht wirklich richtig viel Spaß. Das war in Mario 64 noch richtig nice. Also in 3D-World war es so einfach. Aber in 64, da war es teilweise noch ziemlich schwer, wenn man immer wieder so weggestoßen wurde. Genauso, genauso. Und dann kommt er da von hinten und dann kriegt er dich runter. Oh, Skill. Ich finde das Design der Bullies auch richtig cool. Ne? Grüne Schuhe und gelbe Hörner und komplett schwarz sonst. Wie ein Bob Omb, nur ein bisschen anders. So, jetzt kommt der Große. Da drüben ist ja der andere gewesen, zu dem man mit dieser Plattform da in der Lava wieder rüber könnte. Aber jo. Stern Nummer 41. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder. Und freut euch auf den nächsten Part. Ciao.